Das Campus Festival mit Weida präsentiert den 99.3 Soundtrack Pop. I can't stop thinking about her. It's like my very first. Wir sind Forget About the Rain. Komm aus Hamburg. Just sympathy. I can't stop thinking about her. It's like my very first day. Barely had a new name, so personal. Just sympathy. So, ich stehe hier jetzt mit Paul von der Band Forget About the Rain. Herzlich willkommen, Paul. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo, Anna. Richtig cool, dass ihr alle aus unterschiedlichen Ecken heute angereist seid, um beim 99.3 Soundcheck Pop mitzuspielen und natürlich mit mir ein kleines Interview zu führen. Ja, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Kannst du uns denn vielleicht kurz erzählen, wie euer Bandname Forget About the Rain zustande gekommen ist? Ja, das war ganz lustig. Wir hatten wie jede Band, glaube ich, sehr viele Probleme, einen Bandnamen zu finden. Und haben unseren ersten Gig dann gespielt, ohne einen Namen zu haben. Wir haben uns da irgendwie genannt, ich weiß es gar nicht mehr. Und ja, dann waren auf dem Auftritt, der hat richtig gut funktioniert, die Technik war super, alles hat super geklappt. Aber durch strömenden Regen waren vor der Bühne waren echt wenig Leute da. Und dann wurde uns dann im Nachhinein gesagt, dass die Leute komplett den Regen vergessen haben, als sie unter ihren Regenschirm standen. Und das hat uns so gut gefallen, da haben wir uns dann so genannt, Forget About the Rain. Also aus einem gemeinsamen Erlebnis einen Namen gefunden. Das ist ja ziemlich kreativ und ziemlich cool. Ja, es ist ein bisschen kitschig, aber das finden wir süß. Ah, es ist sehr süß. Und ich weiß ja, dass du hier studierst, Paul. Was studierst du denn hier an der Hochschule? Ich studiere Akustik. Ah, ja. Okay. Und die anderen Jungs, was machen sie alle? Sind es auch alle Studenten oder ja, wo? Ja, das sind, also der Drummer, der Frederik. Der studiert oder der lässt sich ausbilden zum Schlagzeuger, der macht Musik richtig professionell in Hamburg. Da haben wir ihn noch kennengelernt an der Schule, aber da war er dann noch nicht. Und ja, Lennart, er ist der fleißigste Student aller Zeiten. Er hat noch nicht mal Medizin angefangen zu studieren und hat schon einen riesen dicken Ordner vorbereitet und hat Medizinertests jetzt gemacht und hat einen Studienplatz in Groningen gefunden, in den Niederlanden. Mal sehen, was da draus wird. Also Fernbeziehungen sind wir schon erfahren, aber Holland ist dann nochmal eine andere Ecke. Mal sehen. Und habt ihr denn als Band irgendwelche Idole oder Vorbilder, zu denen ihr immer zu was abguckt oder so? Oh ja, also wir lassen uns inspirieren von allen Bands, die wir gerne hören eigentlich. Also ich glaube, das schleicht sich so langsam ein. Also man kann das nicht wirklich kontrollieren. Jetzt, ich will unbedingt so klingen wie der, das ist ja totaler Schwachsinn. Aber da hat man mal so ein paar Riffs, die man sich ausdenkt oder irgendwas am Computer gemacht, was dann so ähnlich klingt. Und dann hört man doch die Einflüsse raus. Zum Beispiel haben wir echt Bock auf Arctic Monkeys, die mögen wir sehr gerne. Und Gorillaz ist eine Hammerband. Das stimmt, das stimme ich dir zu. Und ich finde, dass deine Stimme zum Beispiel jetzt in Three Shots sich etwas anders anhört als in Fuck the Stars. Kannst du deine Stimme irgendwie Musikstils anpassen oder so? Ja, ich mache einfach alles nach Gefühl. Ich hatte nie Gesangsunterricht. Ich habe einfach Lust zu singen und ja, ich glaube, die Entwicklung ist ganz gut. Und ich muss jetzt doch mal fragen, ihr habt eine EP, aber ihr wollt sie noch nicht veröffentlichen. Wieso? Ja, genau. Wir haben 3 Songs aufgenommen in einem Studio innerhalb von 2 Tagen und jeder, der weiß, wie Musikproduktion funktioniert, der weiß, das ist viel zu wenig Zeit. Mhm. Und ja, die haben wir dann halt alle irgendwie reingeballert und ja, Fakt ist dazu. Also an den 2 Tagen auch noch das Musikvideo gedreht und das war Stress. Also da waren wir von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends oder noch länger dann im Studio. Und ja, das ist jetzt nicht das Allerbeste und wir wollen da noch viel mehr Zeit reinstecken, damit die Songs auch noch besser aufgenommen werden, einfach so klingen, wie sie klingen sollen. Mhm. Und ja, produktionstechnisch zum Beispiel haben wir 3 Shots, haben wir komplett selber produziert. Ich hab's gesehen, das sah sehr cool aus, ja. Und ja, auch vor allem angehört, also für uns ist es halt so, dass so wollten wir klingen bei dem Song und bei den Songs, die wir schon aufgenommen haben im Studio, da haben wir halt nicht genug mitgewirkt. So. Und deshalb haben wir die Songs zwar aufgenommen, aber veröffentlicht werden die nicht. Und arbeitet ihr denn vielleicht an einem Debütalbum? Für eure Fans wäre das ja bestimmt. Auf jeden Fall. 3 Shots ist der erste Song, also der jetzt schon im Kasten ist, bei dem wir auch jetzt nichts mehr ändern wollen. Aber die Arbeit ist schwer. Neben Proben, neuen Songs schreiben, mal auftreten über so einen Fernbeziehungskram. Da muss man sich schon in den Semesterferien echt mal hinsetzen. Ja, da habt ihr das wahre Musikerleben in Semesterferien alles hintereinander geballert. Und wo wollt ihr mal mit eurer Band so hin? Also ist es eher so für euch die Musik oder wollt ihr euch einen Namen aus eurer Band machen? Ich
glaube, wir wollen einfach viel Spaß haben auf Festivals, keine Ahnung. Also gar nicht so unbedingt vielleicht groß raus, sondern eher so für euch? Oder? Ja, ich denke mal, das ist ja jetzt kein abwertendes Urteil, aber unsere Musik ist auch radiofähig und also ich halte sehr viel von der Musik, weil da auch Herzblut drin steckt und alle und die beiden anderen auch. Und ja, wir finden, mehr Leute sollten uns hören, aber dafür müssen die ja auch erstmal was bekommen. Ja, dafür ist doch heute ein super Start beim 93 Soundcheck Pop. Ganz genau, deshalb sind wir auch sehr froh, dass wir eingeladen wurden. Ja, wir sind auch sehr glücklich, dass ihr hier seid und vielen, vielen Dank für das Interview. Das war's schon von mir. Ich drücke euch auf jeden Fall weiterhin die Daumen und ich denke, wir sehen uns auf dem Campus. Ja. Also ab und zu. Ab und zu werden wir uns bestimmt sehen. Okay, danke schön, Paul. Vielen Dank.